Okay, dann meint er her, da hinten sind sie. So. Ich glaube, wir müssen einfach nur hinterher rennen, oder? Oh nee, Video. Achtung, Reiter, pass auf. Ja, noch mehr von den kleinen Viechern. Ich hätte mal gucken sollen, ob ich irgendwie Hitzeportionen oder so dabei habe. Okay, lass uns den Kampf beginnen. Hast du zumindest natürlich hier nicht unterkühlt. Dann kämpfen wir mal. Dann den, dann Speed. Ach so, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich glaube mir, ihr seht's, Shield and Sword geholt. Also einfach mal da drauf hauen. Der macht Technik, also nutzen wir da eben kurz Power. Ist auch egal, die haben wir eh kein Ziel gerade. Overpower, yeah. Quick Blow, egal. Dann so. Schon down. War ziemlich einfach. Da fand ich Yelena Gombi etwas schwieriger. So, und ihr seht, ich habe auch einen Popo in der Zwischenzeit ausgebrütet. Pepe, glaube ich, in der deutschen Version. Ja, ich glaube schon. Er ist schon vorgerannt. Wir müssen wahrscheinlich den ganzen Weg jetzt etwas mehr kämpfen. Das würde jetzt erklären, warum wir vorher nicht da hinten hin konnten. Juhu, eine Bottle Quad. Okay. Noch ein Kampf? Weiß nicht, aber da oben ist irgendwas. Honig. Honig im Schnee. Honigbutter? Erstmal hinterher. Noch ein Kampf. Noch ein Kampf. Die Kerle geben einfach nicht auf. Mehr Samits, ja. Und die sollen wir übrigens hier auch in einem Ei bekommen. Danke für diesen Hinweis. Und auch danke für den Hinweis, dass es ein, Dings gibt. Ein... Ich kann mir denken, egal. Kommen wir später drauf. Kirin. Kirin meinte ich. So, wer greift uns an? Der da greift uns an. Der wird uns mit einem Tech angreifen. Dementsprechend Power. Sehr gut. Gewonnen. Bam, bam. Die machen aber trotzdem noch gut Schaden. Wir sollten definitiv in dem Dorf mal nach einem kleinen Bett Ausschau halten oder so, wo wir übernachten können. Ups. Greift mich keiner an? Nee. Warum der Speed? Der soll... Hatte der... Ach, der hat keine andere Attacke, deswegen... Vielleicht kriegen wir den vorher noch kaputt gehauen. Leider nicht. Nein, ich beschleunige das mal jetzt. Erst das Down. Oh, verdammt. Dann vielleicht doch mal eine Portion. Ich meine, müsste ich jetzt nicht machen, mache ich aber. Ich kann nicht meine kleinen Kumpel drauf gehen lassen. So, jetzt aber... Mit dem Schleunigen geht das schon etwas gegen die leichten Kämpfe. Und zwar mit Scale, jede Menge, sehr gut.
Hoffentlich können wir mit den ganzen kleinen Teilen bald was anfangen. Irgendwie habe ich bisher nichts Interessantes gefunden. Beim Schmied kann man höchstens gegen, also die ganzen Rüstungen, die wir jetzt alle haben, alle Rüstungen und Waffen, gegen irgendwelche Monsterteile, die wir noch nicht getroffen haben. So. Verbessern. Ist es noch weit? Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Nehmen wir die eben kurz noch mit. Ein Monsternest, meine ich natürlich. Ist immer weit weg vom Dorf, aber jetzt können wir uns auch eben kurz noch ein Monster-Ei mitschnappen. Ich werde einfach gucken, dass ich so schnell wie möglich durchrenne. Schauen, was wir finden können. So, einmal durch. Nein. Ach, direkt beim Nest angekommen. Jetzt sehen wir gleich, ob ein Monster da ist oder nicht. Okay, ist nicht da. Natürlich wird es noch auftauchen können, aber wir sammeln einfach mal fröhlich. So schlimm wird es jetzt nicht werden. Noch mehr Pilze, Schmetterling. Ja, ich weiß, wir sollten uns beeilen, weil es kann wirklich sein, dass mit der Zeit halt ein paar Monster kommen. Aber das schöne Erz, das will ich nicht verstreichen lassen. Oh nein. Oh, den hatten wir noch nicht, oder? Hatten wir schon einen, Ich und Namen. Ihr merkt, in jedem Monster Hunter komme ich mit den Namen total durcheinander. Ein Bulldrum hatten wir noch nicht, ihr seht's ja. Der würde aber auch mit Power angreifen. Speed. Der müsste eigentlich mit Speed angreifen. Dann hätten wir eine bessere Chance. So. Speed. Sehr gut. Jetzt greift er mich an. Wahrscheinlich auch mit Power. Nein! Mist, der hat uns genatzt. Bam. Okay, wenn wir jetzt auch mit Power angreifen. Und das klappt vielleicht. Ja. Nicht so wirklich. So. Ich würde sagen, es wird langsam Zeit, den ein wenig... Rest, Own HP, bla bla. Nur für eine Runde. Egal. Zumindest macht er jetzt nicht so viel Schaden. Ah, geht so. Okay, gut, dass der Speed gerade ausgewählt hat. So, wir können losreiten. Wird gerade gar nichts einsetzen, glaube ich, so wie es ausschaut. Also können wir auch Power setzen. Ach, Gott sei Dank. Die Leben, die wir verloren haben. Verdammt. Oh oh. Oh, das war ganz schlecht, das selbst. Okay, wen wird er angreifen? Mich oder? Egal, wir heilen mal. Ich heile mich auch mal. Jetzt wird es interessant langsam.
Au, oh, verdammt. Alter, hat er den one-hitted? Oh scheiße, ich habe nur noch ein Herz. Oh, jetzt wird's ja echt kompliziert. Erstmal den Angriff von dem runterhämmern. So. Ach, verdammt, Drecksvieh. Der wird mich nicht angreifen, er wird wieder sein Ding-Skill machen. Wir werden es jetzt mal sicherheitshalber riskieren, würde ich sagen, Flashbombs zu werfen. Okay, blind ist er. Ist vielleicht gar nicht mehr notwendig, aber Power, Power, er wird Power einsetzen, wie das Speed. Na gut. Okay, ich wollte halt auf Nummer sicher gehen. Jetzt war die Blitzbombe vergeudet in dem Sinne, aber hey, ich habe halt seine Lebensanzeige noch nicht gekannt. Ist ja neu für uns. Und Velocitrom hat einen neuen Skill gelernt. Sehr gut. Okay, mit so viel Gegenwehr habe ich doch nicht gerechnet, aber egal, wir mussten das hier mal kennenlernen. Vielleicht bekommen wir ja sogar einen Bulldrom jetzt direkt. Wir haben hier jetzt alles sauber und jetzt heißt es einfach nur nochmal ein Ei klauen. Alle sehr leicht. Egal, ich nehme jetzt mal mit, das, was wir hier bekommen haben und raus hier. Damit wir in dieser Folge noch irgendwie ins Dorf kommen. Gas, 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 los jetzt. Ja, wir sind bereit, das Monsternest zu verlassen. Ich müsste mal gucken, es gibt bestimmt irgendwie eine Seite mit allen Monstereiern, was gibt. Und ich habe drüber nachgedacht, das Let's Play vielleicht hier nicht zu Ende zu spielen in Englisch, sondern eher irgendwie so jetzt, keine Ahnung, 20 Folgen. Und dann warten wir, bis das Spiel in Deutsch rauskommt. Dauert ja auch nicht mehr so lange. Und dann zocken wir es halt in Deutsch. Nochmal. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob wir es jetzt auf Englisch weiterspielen sollen oder ob wir vielleicht noch ein bisschen Geduld haben sollen, bis es auf Deutsch rauskommt. Ups. Hey, irgendwas. Ich habe zu schnell weggedrückt. Das war nicht der Plan. Absteigen. So, wir sind auf jeden Fall da. Reden können wir nicht, aber in dem Dorf können wir jetzt ein paar Pflanzen sammeln und Paintberries. Naja, okay. Ah, da ist ein Schnellreisepunkt. Ein Schnellreisepunkt. Ein New Cat Travel. So, wir müssen hier rein. Wir werden jetzt bestimmt freundlich empfangen, dass wir dieses arme Mädchen da gerettet haben in der Höhle, wobei der Bariot hätte auch besser gut auf die aufpassen können. Oh, Video. Nein. Laberstunde. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, du bist wach? Wer seid ihr zwei? Wir haben dich in der Höhle gefunden, und sind deinem Bariot hier zurückgefolgt. Ich habe nicht nach Hilfe gebeten. Was? Warum bist du so unfreundlich? Der Seelenstein. Ihr seid auch Reiter, oder? Das heißt, es beziehungsweise das könnte der Grund sein, warum Hyuga euch uns verfolgen lassen hat. Hyuga, der Bariot? Ja, erstmal Verbündeter. Die einzige Familie, die mir geblieben ist. Mein Name ist Ayuria. Ich habe nicht gedacht, dass ich jemals einen anderen Reiter außerhalb des Dorfes treffen werde. Bist du von Harkon Village? Ich wusste nicht, dass es da andere Dörfler gab, die auch... Ich wusste nicht, dass es da andere Reiter gab, die ebenfalls mit... Egal. Ich muss jetzt gehen. Du kannst in deiner Kondition nicht weiter. Du musst dich ausruhen.
Aber ich muss mich beeilen. Ich muss jemanden finden. Das Ali-Ritual, das Ali, das Verbündeten-Ritual. Wir Ferian. Wir suchen auch nach dieser Person. Weißt du, wo er ist? Unser Dorfchef hat uns hierher gesandt, um nach dem Verbündeten-Ritual zu erkundigen. Wir sind schnelle Lerner. Also wir sind gut im Lernen. Unsere Verbündeten-Bunde sind sehr stark. Und wir sind durch zahlreiche Aufgaben, wir haben zahlreiche Aufgaben erlebt, um hierher zu kommen. Unsere Wege scheinen ziemlich anders, anders zu sein als die ihr habt. Was? Oder Ziele? Ich denke, du hast mich nicht ganz verstanden. Ja, auf jeden Fall unser Reiterbund ist, um Freundschaft und Vertrauen mit unseren Verbündeten zu steigern. Vielleicht kannst du mir deine Reiterskills zeigen. Und mir dabei etwas helfen. Es gibt da einen Ort in Taya, den nur Reiter erreichen können. Sammel ein paar Bergherbs, Mountain Herbs von da, da sie nur in diesem Bereich wachsen. Sicher, wir werden dir helfen. Du kannst auf uns zählen. Können wir uns jetzt auch ausruhen? So. Guck mal, ein Lost Dingsterbums da. Ein Lost Pudgy. So lost sieht er aber nicht aus, wenn er hier in dem kleinen Häuslein rumgammelt. So, gerettet. Und was bekommen wir dafür? Na, da steht noch wer rum. Reiter, hast du irgendwelche Eier mitgebracht? Ah, okay. Das ist unser Nesttypi. Hedge. Oh, ich habe ja ganz schön viele Eier. Wo kommen die denn alle her? Und was haben wir bekommen? Ein Velocidrom. Wie hätte es auch anders sein sollen? Noch einer. So. Nein, nicht umbenennen. Und ein Azuros. Ich glaube, das sind die Eier, die ich aus den normalen Dings beim Trainieren geholt habe. Ah, oh, noch ein Velocidrom. Capodor 2. Bumm. Oh, da ist Capodor wieder. Abtonot. Okay, diejenigen werde ich dann wohl gleich löschen, aber das hier scheint neu zu sein. Das kenne ich noch nicht, das Ei. Hauen wir mal drauf. Oh, ein Bulldrum. Uiuiui. Sehr nice. Nope, brauchen wir nicht umbenennen. Habe ich noch Eierteile erhalten? Ah. Wie ist das eigentlich? Kann ich mir komplett... Könnte ich das jetzt da reinpacken? Wäre irgendwie unsinnig, das kann ich dahin packen. So. Aber Moment, ich will die Allies managen eben kurz, damit wir jetzt direkt Change Party, Allies Set, ja. Okay, so. Wir können immer nur 5 mitnehmen, alles klar. So, dann ist das so. Und wir können ein paar freilassen. Das wären die Level 1er. Ciao. Ciao. Und ciao.
Ah, da ist noch einer. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den Popo haben wir jetzt nicht mit. Okay, passt. Tja, da haben wir eine neue Aufgabe. Da, wobei, da ist ein Job, oder? Oh, ich habe 107 Herbs da, okay. Davon sollte ich mal vielleicht ein paar holen, aber ich habe nicht so viel, Kohle. Ach, wird schon gehen. Ach, krass, ein Schmied. Hier? Na, mal gucken, was hat der denn tolles Neues? Irgendwas, das wir noch nicht haben? Bone Blade. Flying Reaver Killer. Fängt mir. Okay. Gucken wir mal, ob wir das auch direkt verbessern können. Und dann auch natürlich direkt eine bessere Rüstung. Ist ja nice, aber. Boah, okay. Einiges an Kohle. So, Feuerschaden hoch. Also Abwehr. Feuerabwehr. Feuer gibt es hier nicht wirklich viel. Drachenabwehr. Sehr nice. So. Und dann upgraden. Okay, haben wir 10 Knochen dafür. Pling. Abseros-Shell haben wir nicht. So, wo ist die Rüstung, die wir jetzt aktuell anhaben? Die hier. Gut, dass wir schon so viel... nicht so viel Kohle. Entschuldigung. Dann können wir die Rüstung aktuell nicht aufbessern, aber ist nicht so schlimm. Oh, vielleicht kann ich ein paar Sachen verkaufen. So, Items. Bis jetzt kommen wir ganz gut klar, da können wir ein bisschen was verkaufen. Silver Cricket, okay, ich glaube, weiß nicht, kann man auch benutzen. Zum Aufwerten, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob wir die kleinen Sachen verkaufen können. Bullfango-Pelze und so. Die halt nicht so wichtig sind, wisst ihr? Ich habe bisher gesehen, dass man irgendwie nur mit den großen Sachen irgendwas anrichten kann. Velocity Praise Sachen zum Beispiel hier. Müsste doch alles zum Verkaufen sein, oder? Also bis jetzt nichts großartig dafür an Wert gefunden. Ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Ich glaube, dafür haben wir dann jetzt genug Equip wieder, um zu verbessern. So, zack. Sehr nice. Okay. Das wär's. Wir sind gut vorbereitet, denke ich. Sehr hübsch. Okay, ja, wieder raus. Entschuldigung. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit in diesem Häuschen verbracht für neue Ausrüstung und so weiter. Jetzt sind wir doch wieder auf Großschwert. Aber wollte ich mir jetzt halt mal gönnen. Okay, das Haus da drüben sieht leer aus. Wir sollten es als unser neues Haus benutzen. Und lass uns etwas, ja, Mountain Herbs finden. Und wo es eine Ellie da springen kann. Okay, ja, haben wir ja gerade dabei.